Hallöchen, ihr Lieben. Heute starten wir mit einem Whip and Chat für euch. Ich habe Buddha bereitgelegt für euch, euch super nah rangeholt heute. Wir probieren immer mal neue Perspektiven aus, damit uns vor allem nicht langweilig wird. Ein Kaffee ist am Start, Buddha ist am Start, Schiffchen und eine wunderschöne Farbe sind am Start. Ich würde mal sagen, nach dem Intro geht's los. Wir starten meine Stoppuhr wie immer, denn ich habe heute maximal eine Stunde Zeit. Ich komme von der Frühschicht, muss noch kochen gleich. Es gibt Wraps mit Pute, Salat drin, bisschen Schafskäse drin, bisschen Frischkäse drin. Dann nochmal warm gemacht mit dem Käse, also einmal heiß gemacht und dann mit Salat natürlich erst gefüllt, ne? Und ja, entweder mache ich das Hähnchen in einer Variante, wo es gepult ist und in eine Soße kommt. Oder, also da tendiere ich eher zu Hähnchen oder Pute, ich weiß es nicht so genau. Und außerdem, ihr müsst nicht gucken, ich sag's euch, fange ich heute anstatt mit dem Schwarz mal mit dem Orange an, denn wir müssen uns bald von Buddha verabschieden und da wird's Zeit, noch ein bisschen Abwechslung in die Sache zu bringen. Ich painte, wie so oft, mit der V3-Spitze in Pink von Marvin, und zwar New Plastics, und mit dem modularen Diamond Painting Stift, der jetzt 3 schmale Seiten hat auf jeder Seite. Dazu ein Dreieraufsatz von Diamond Art Club, ebenfalls aus Edelstahl, genau wie die Spitze von Marvin. Und ja, damit lässt es sich am allerbesten painten. Das macht richtig Spaß. Und das hier ist der XL Buddha von Pigmondo mit seinem Novemberfeld. 2 Felder noch, dann ist er beendet und dann starten wir im nächsten Jahr, definitiv auch erst im nächsten Jahr, selbst wenn ich hiermit eher fertig werden sollte, mit einem neuen XXL-Projekt mit 70 x 1,5 Meter. Auch da werden wir uns wieder Felder für jeden Monat rausschneiden, denn mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und Schritt für Schritt habe ich damit ja sogar dieses Bild hier so gut wie fertig bekommen. Bin mega stolz, dass wirklich nur noch diese Ecke von circa, ich messe es euch aus, wie viel vom Buddha noch fehlt und schmeiße dabei mein Equipment runter. Das ist so typical nuts. Also, falls ihr mich nicht kennt, ich bin Nats, ich schmeiß gerne mein Equipment runter. Also hier unten hört das Bild auf, da haben wir dann 18,5 cm pro Feld mal 11,5 würde ich sagen. Ich gucke nochmal. Das muss ja alles seine Berichtigung haben. Mal 12 cm fast. Also 18 mal 12 cm würde ich das Feld jetzt hier schätzen. Das nächste ist ungefähr nochmal genauso groß. Dann haben wir also 18 mal 24 cm noch zu legen von Buddha. Und dann ist das Riesenbild fertig. Kaum zu glauben. Ich habe auch noch so einen Rest, also 12 solcher Kästchen, wie ihr hier seht, habe ich mit euch in diesem Jahr gelegt. Und ihr könnt euch selber, dieses Video ist dafür da, dass ich euch ein bisschen was erzähle, darum drehe ich schon heute. Obwohl Montag ist und dieses Video für Freitag ist, habe ich gerade heute etwas Redebedarf, denn mein Leben und meine Arbeitswelt und meine private Welt sind so ein bisschen im Umbruch. Ich bin ein bisschen am Umplan, wie es mit mir und der Arbeit und so weitergeht. Und deswegen dachte ich, quatschen wir mal heute in einem Whip and Chat, bevor ich es erst am Donnerstag zum Beispiel drehe und dann keine Themen mehr habe, weil sich alles schon geklärt hat. Und jetzt kann ich ja dieses Whip and Chat dafür nutzen, um zu painten und mit euch so ein bisschen, ja, man kann es ja nicht mal Brainstorming nennen, aber mit euch mal so ein bisschen drüber zu quatschen. Wie ihr wisst, bin ich ja noch nicht ganz so lange in der Firma, wo ich jetzt bin. Aber teammäßig ist halt gerade so einiges im Umbruch. Denn als ich dort angefangen bin, hatten wir 2 Kollegen, Ü60. Die sind auch beide immer noch da. Und wir hatten einen Kollegen, ebenfalls etwas älter, der uns zwischendurch unterstützt hat. Das war der erste, der das Handtuch geschmissen hatte, weil er umgezogen ist.
Und ja, der fehlte dann halt auch. Der hat so 2 bis 5 Schichten im Monat mal gemacht. Und gerade wenn er gebraucht wurde, dann fehlte er jetzt halt, ne, mit seinen Spät- oder Nachtschichten, die er gemacht hat. Weil, wie ihr wisst, habe ich ja im August, September und Oktober für mich verhältnismäßig viele Stunden gehabt, zwischen 195 und 220 Stunden. So viel wollte ich eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Das ist nämlich im vorherigen Job öfters vorgekommen, dass ich an der 190-Stunden-Marke gekratzt habe. Und das wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Ja. Und das ist da jetzt halt auch vorgekommen, weil die Urlaubssaison war und in der ist ein Kollege dann auch noch länger ausgefallen. Und dann haben wir so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gerockt, würde ich mal sagen. Also mal, wir haben es ja geschafft, ne? Und wir leben auch alle noch. Wir waren halt alle ein bisschen müde, alle ein bisschen überarbeitet. Manchen hat man es dann angemerkt, manchen auch nicht. Manche sind dann halt immer so ein bisschen grantig, ne? Wenn sie zu wenig Schlaf kriegen und zu viel Arbeit haben, zu viel Wechselschicht haben. Was ich für mich auf jeden Fall als Neuerung beschlossen habe, ist, dass ich keine kurzen Wechsel mehr hinnehmen werde. Also ich werde keine kurzen Wechsel unter 11 Stunden mehr hinnehmen. Du hast diese Ruhezeit von 11 Stunden und die möchte ich auch haben. Es ist nämlich schon anstrengend genug, dass bei uns noch 12er-Schichten an den Wochenenden gefahren werden. Und ganz oft starte ich nach diesen 12er-Schichten in meine ganz normale Woche wieder rein. Und immer, wenn ich an meinem Tisch wackel, an dem das Stativ befestigt ist, dann wackelt es halt ein bisschen. Da kann ich jetzt auch gar nicht so viel dran machen. Das kennen wir ja schon. Aber dieses Video ist jetzt so mit Painten oder mit Basteln oder mit Malen gedacht, ne? Und deswegen quatsche ich auch so viel. Jedenfalls habe ich das als erste Neuerung für mich schon beschlossen, dass ich diese kurzen Wechsel nicht hinnehmen werde. Dann muss halt der Plan einmal komplett so umgestellt werden, dass alle Kollegen in ihrem Turnus bleiben, damit diese kurzen Wechsel vermieden werden. Und zu dem Zweck hat man ja auch noch jemanden eingestellt. Den habe ich am Freitag kennengelernt, also noch gar nicht so lange her, ein paar Tage erst. Und bin mit dem so die wichtigsten Sachen noch durchgegangen und der darf heute, Entschuldigung, in der Nachtschicht zum ersten Mal alleine arbeiten. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Aber das schafft er, also habe ich ihm auch gesagt, das kriegt er schon hin. Er hat ja 4 Einweisungsnächte mit hingearbeitet und das dürfte klappen. Das ist schon ganz gut gelaufen. Ich habe ja den Wissensstand überprüft sozusagen und er hat sich richtig viel gemerkt, weil vieles davon kriegt man halt nur einmal gesagt, welcher Schalter aus sein muss oder sowas. Das kriegst du halt einmal gesagt und dann musst du dich bei jeder Runde, die du danach noch gezeigt bekommst, selbst daran erinnern. Und das hat er. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass er das hinkriegt mit den Schichten. So, und jetzt schnappen wir uns das Schwarz, denn dass ich so viel Schwarz legen kann und es nicht gemacht habe, das triggert mich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Und die Kamera ist auch ein bisschen verrutscht. Ach nee, ich habe das Bild weiter runtergezogen. Wartet, dann werde ich euch auch noch ein bisschen runterziehen. So, jetzt habt ihr das ganze Kästchen wieder im Radius. Ja, und auf jeden Fall. Der Kollege unterstützt uns jetzt auch. Der nimmt quasi diese Schichten, die vorher der ältere Kollege hatte, der ja umgezogen ist. Ja, und dann werden auch noch, ein Kollege ist schon Rentner und der andere Kollege wird in Rente gehen. Auch das wird nochmal einen kompletten Umbruch im Team herbeifördern, weil wir 4 Personen als Hauptteam sind, plus jetzt der in Teilzeit, der noch mit angelernt wurde. Und dann haben wir noch einen Springer aus der Zentrale, der ebenfalls sowohl Tag und als auch Nacht unterstützend leisten könnte. Und noch ein Springer, der nur Spätschicht oder mal eine Frühschicht macht, aber keine Nachtschichten. Also es gleicht sich normalerweise relativ gut aus, sodass das, was an Personalmangel war durch den Ausfall des Kollegen, die sich jetzt nicht wiederholen dürfte. Aber man kennt es ja, ist ein Personalmangel behoben, kommt schon der nächste. Und zwar dadurch, dass wirklich jemand jetzt in Rente geht und seine Stunden fast komplett
auf wenige Tage auf eine Minijobbasis runterschraubt. Und das wird schwierig aufzufangen sein. Da bleiben ganz, ganz viele Frühschichten übrig, die irgendwie von den anderen niemand machen will. Und da muss jetzt halt noch beschlossen werden, wie das zu lösen ist. Denn die Firma hat jemanden eingestellt, der nur Nachtschichten macht und es hat noch nicht mal einen bestimmten Grund außer Geld. So, und aus Geldgründen und weil man da halt seine Ruhe hat und ein bisschen läuft, wollen natürlich alle gerne die Nachtschicht machen. Ich jetzt nicht, aber ich möchte jetzt halt auch nicht 4 Wochen nur Frühschicht machen, weil das wird ja meiner Ehe immens schaden und darüber muss ich dann halt mit dem Kollegen noch sprechen. Das wollte ich aber nicht heute zwischen Tür und Angel machen. Also wenn ich nur Frühschicht machen würde, müsste ich jeden Tag um 5 Uhr morgens auf der Arbeit sein und so früh schlafen gehen. Ich stehe ja 2 Stunden eher auf als mein Mann. Ich müsste also ergo auch 2 Stunden eher schlafen gehen als er und das jedes Mal. Und ich glaube, es wird ja eine Ehe auf Dauer nicht so gut mitmachen, ne? Das wäre ja so, als wäre ich sowieso in Nachtschicht arbeiten, weil ich dann schon schlafe, wenn er dann müde wird. Ja, und es bringt halt auch nichts, dass er früher ins Bett geht und dann aufsteht, und dann länger schläft, weil dann sehen wir uns auch nicht viel mehr. Denn ich bin ja trotzdem so lange wach und er kommt erst um 17 Uhr und um 17 Uhr bin ich dann schon wieder müde. Ich bin ja jetzt schon wieder müde und jetzt ist es gerade mal, keine Ahnung, 15 Uhr. Und ja, deswegen funktioniert das für mich nicht und das würde ich dann auch mit meinem Arbeitgeber so kommunizieren, dass ich gerne die meiste Zeit, ein paar Tage die Woche oder auch im Wechsel, Zwei-Schicht-Systemwechsel, mal früh, mal spät, bereit bin, die Frühschichten überwiegend zu übernehmen. Aber dass es halt nur fair wäre, dass andere Kollegen auch mal eine Woche jeweils machen. Wir sind dann 3 vom Stammpersonal erstmal. Ich weiß nicht, ob der andere Kollege vollständig ersetzt wird, der dann in Rente geht, ne? Oder ob sie den durch den Teilzeitkollegen ersetzen. Ja, und dann gibt es aber halt auch welche, die dann Mimimi machen und der Firma aufs Dach steigen, weil die halt nicht irgendwie einsehen, dass einer nur Nacht macht. Aber die wissen ja auch nicht, was der zu bezahlen hat. Also die könnten den ja auch in Vollzeit einstellen. Aber ich finde, Teilzeit und nur Nacht ist das kleinere Übel. Dann würde er alle 3 Schichten machen. Und die stellen den dafür dann in Vollzeit ein. Dann gehen denen ja noch mehr Schichten flöten, ne? Noch mehr Stunden. Deswegen, da würde ich definitiv den Ball flach halten. Und erst mal gucken. Also ich habe da ja sowieso nicht so eine Angst, ne? Um mein Geld. Wenn ich meine Vollzeitstelle, für die ich eingestellt worden bin, sprich 170 Stunden, wenn ich die voll kriege, oder 172 müssen es ja sein, dann bin ich schon ganz zufrieden. Und dann stresse ich mich auch nicht, ne? Natürlich ist ein bisschen mehr Nacht zu haben oder mal einen Sonntag zu haben und so besser. Aber steht dir halt nicht zu, ne? Was ich an unserer Firma ein bisschen schade finde, ist, dass unsere Firma die erste Firma ist, die Minijob-Kollegen nicht nur einen Sonntag eines Monats abgibt, sondern gleich mehrere. Und das finde ich halt ein bisschen gemein denen gegenüber, die sich, wenn jemand ausfällt und wenn jemand krank ist, den Hintern aufgerissen haben und dann dürfen wir halt für den ganz normalen Grundlohn arbeiten gehen und der, der nur sonntags kann oder nur samstags Nacht kann, der kriegt dann auch seine 2,5 Sonntage und das ist halt ein bisschen unfair, ne? Also so ein Sonntag und eine Nachtschicht von Samstag auf Sonntag würde ich ja noch verstehen, weil er hat einen Hauptjob, aber dass man ihn gleich dreimal zu einem Sonntag einsetzt, das fand ich schon sehr hardcore diesen Monat und auch sehr unfair, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch auf die Gefahr hin, dass der Arbeitgeber das hört. Ich sage ja keinen Namen und niemand von euch weiß, wo ich arbeite. Das teile ich ja nicht öffentlich mit. Und ja, sowas ist halt immer ein bisschen demotivierend. Ich nehme das so hin, weil ich werde nicht irgendwie um Stunden buhlen und ich bin auch zu dem, der dann sonntags halt nur aufläuft, nett. Aber ich finde den halt auch so durch seinen Hauptjob auch so unflexibel, ne? Wir sind da ja etwas flexibler, weil das unser Hauptjob ist.
und man kürzt uns das Gehalt, obwohl wir uns da täglich im Dreischichtsystem den Hintern aufreißen. Das ist halt ein bisschen unfair, ne? Und dann kriegt man auch noch unter der Woche irgendwie 12er-Schichten und kurze Wechsel manchmal reingedrückt, die ja dann gesetzesmäßig 11 Stunden elf Stunden sind, aber trotzdem sehr schwer sind. Ne? Also dieses 8 Stunden arbeiten und 16 Stunden frei ist halt wesentlich nervenschonender, ne? Und wesentlich ressourcenschonender auch für die Mitarbeiter. Ich hoffe mal, dass da eine gute Lösung gefunden wird und dass wir, wenn die beiden Kollegen wirklich jetzt bis auf ein paar Stunden und ein paar Tage ausfallen, dass wir dann wirklich nicht rotieren müssen. Ne? Also die können gerne dem Kollegen, der dann kräht, dass er zu wenig Stunden hat, gerne seine 200 Stunden geben, dass das schon mal abgedeckt ist und dann gucken wir mal für den Rest, ne, wie wir das abdecken. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja, dass da ein bisschen rotiert wird dann. Und ja, bin auch mal gespannt, wie die Pläne dann gemacht werden in Zukunft. Und warten wir mal ab, wie das ist. So. Dann gucke ich ja auch noch privat, dass ich das alles unter einen Hut bekomme. Und eigentlich wollte ich ja mit meinem kleinen YouTube-Nebenbeiverdienst, den ich ja erziele, vor allem auch durch Fleiß, ist halt einfach so, ne? Von nichts kommt nichts. Wollte ich ja normalerweise in meinem Hauptjob etwas kürzer treten, weil ich bei YouTube von zu Hause aus arbeiten kann. Ich wollte dann die Gelegenheit nutzen durch YouTube, weil Geld anhäufen muss ich ja nicht. Und wollte dann wirklich 2 bis 3 Arbeitstage, also sprich 16 bis 24 Stunden, ein bisschen kürzer treten. Und ich müsste dann auch nicht mehr um jede Schicht buhlen und auch nicht mehr 6 Tage die Woche arbeiten gehen. Das wäre halt schon so ein Ziel, dass ich wie normale Menschen auf 5 Arbeitstage die Woche komme und dann Feierabend habe. Und dann der Restgeld von YouTube kommt. Nicht durch meine Follower, wie es mir schon vorgeworfen worden ist, sondern das ist Werbung, die man eh angezeigt kriegt, auch wenn man YouTube Premium hat. Also selbst wenn ihr YouTube Premium habt und die Werbung nicht seht, unterstützt ihr durch Schauen meiner Videos halt den Kanal und gibt es ein paar Werbeeinnahmen, weil die Werbung halt trotzdem immer läuft und keinen Unterschied macht, ob du sie siehst oder nicht, solange das Video dann im Hintergrund weiterläuft. Und viele Spots kann man ja auch nach 5 Sekunden wegklicken. Und selbst da bleibt halt ein bisschen was hängen. Und das sind einfach Werbeeinnahmen von Werbung, die sowieso läuft. Also es ist nicht so, dass du YouTube machst und ziehst deinen Followern dann das Geld aus der Tasche. Das ist gar nicht meine Absicht. Sonst hätte ich euch auch nicht gesagt, lasst eure Mitgliedschaften auslaufen, damit ich die für alle umstellen kann, sodass alle mit einem kleinen Obolus den ganzen Content und den ganzen Inhalt sehen können. Dann können alle, die Mitglied bei mir auf dem Kanal sein möchten, den extra Content halt sehen. Das sind Shorts-Videos, Zwischenstandsfotos, manchmal auch ein privates Foto. Ja, das ist so das, was ich den Mitgliedern einräume. Ich habe auch schon Live-Chat gemacht für ein Kanalmitglied, was die höchste Stufe hat. Aber die Lives, die werden dann nur noch spontan stattfinden. Also wenn es da mal ein Thema gibt, wie mein Event, was ich nächstes Jahr hosten möchte, im April, dann kann man dazu vielleicht mal ein Live machen. Für die Kanalmitglieder, verspricht sich. Nicht für 1700 YouTube-Mitglieder und auch andere, die von draußen reingucken können, sondern wirklich ein Live für die Kanalmitglieder. Und das kann ich ja trotzdem auf dem Kanal dann öffentlich speichern. Aber während ich das Live mache, sollen halt nicht so viele User und Nutzer die Chance haben, in das Live zu kommen, weil das halt auch Trolle anziehen würde, ne? Und ich habe keinen Mod und nichts. Und
Das möchte ich halt einfach vermeiden. Darum würde das Live halt im kleinen Rahmen, im privaten Rahmen bleiben und im Zweifelsfall dann nochmal hochgeladen werden, auch für die, die keine Zeit haben an dem Tag. Ja. Ich bin so müde, dass ich jetzt vergessen habe, meine Stoppuhr weiterzudrücken. Aber ich sehe halt auf meinem Handy die Stoppuhrzeit und die Handyzeit, die waren gleich, exakt gleich bis auf eine Sekunde. Und ich sehe dann halt einfach an meinem Handy, wie weit ich gewesen bin. Ja. Oder ich gleiche es halt eben an. Das kann ich auch machen. So, Stoppuhr und Video sind wieder fit und in Einklang miteinander, bis auf eine Sekunde. Können wir jetzt einfach ganz normal weitermachen. Und ja. Wie gesagt, heute ist Montag. Dieses Video kommt am Freitag online. Freitagabend. Dann könnt ihr, wenn ihr Feierabend macht und ins Wochenende starten, mit mir ein bisschen mitpainten. Ich freue mich mega, das hier zu painten, denn ich liebe es, und das habe ich letzten Sonntag im Video schon gesagt, ich liebe es, ein Bild zu beenden. Also es zieht sich dann zwar immer hin, aber weil ich das hier feldweise painte, geht das noch. Und ja, so ein Finish vom Bild macht mir richtig Spaß. Neues Bild anzufangen ist halt auch immer cool, aber ich finde, gerade wenn man eckige Steine legt, ist der Anfang, dass man gerade wird, immer so schwer zu legen. Wenn dann das erste Kästchen gepaintet ist, dann geht's wieder. Dann ist wieder alles cool, alles schick, ne? Aber wenn man so gerade das erste Kästchen auf einem Bild paintet und besonders gerade bleiben möchte, dann ist der Anfang noch schwer. Ja, ich werde auch mal bei Zeiten durch meine ganzen Bilder durchstöbern. Ich habe so ein paar aufgerollt. Die werde ich dann mal entrollen. Und außerdem habe ich ja auch noch vor, euch eine WIP-Parade zu drehen. Denn ich habe durch meine Challenge 7 Tage 7 Bilder und durch Promo und geschenkte Bilder und Testbilder einige WIPs, also Work in Progress, offen, angefangene Bilder. Und da möchte ich einmal durchwursteln und einmal ein Video zu drehen. Vielleicht mache ich die WIP-Parade noch im November. Eigentlich ist sie aber für Dezember geplant. Das kommt immer darauf an, wie viel Content da noch kommt. Und ja, ich habe zwar noch so Bestellungen gemacht, die ich auspacken kann, nämlich mit Neuerungen dieses Jahr. Deswegen habe ich da noch genug Material da. Außerdem hätte ich auch noch Material für ein Shop-Vergleichsvideo da. Da könnt ihr mir doch mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr die Kategorie schon entdeckt habt, wie euch die Videos zum Shop-Vergleich gefallen. Also ich habe mal Action vs. Aldi gehabt und auch Diamond Art Club vs. Paint Gem, also Mini Diamond Painting Kits. Und ich würde als nächstes noch zwei andere Firmen miteinander vergleichen. Da könnt ihr ja gerne mal sagen, ob ihr das spannend findet oder eher doch nicht so, weil viele probieren ja gerne mehrere Firmen aus. Ja, das kommt also auch noch, ein Shop-Vergleichsvideo. Und ansonsten spontaner Content, wie man immer so schön sagt. Worauf ihr euch verlassen könnt, ist, dass auf jeden Fall drei Videos die Woche hochkommen. Und zwar mittwochs und freitags immer um 18 Uhr und sonntags um 12:30 Uhr. Manchmal gibt es auch donnerstags noch ein Video. Entweder ersetzt es das Freitagsvideo oder es ist ein zusätzliches Video. Meistens oder bis jetzt eigentlich immer war es ein Zusatzvideo, denn donnerstags ist Release Day bei Karat Art und das ist eine Kooperation, die ich auf jeden Fall so lange behalten werde, wie sie mich haben möchten. Das ist eine Kooperation, die liebe ich. Das ist die beste überhaupt, muss ich jetzt ganz ehrlich mal zugeben, ohne irgendwem auf den Schlips treten zu wollen. Aber das war schon ein Traum von mir, sowas mal machen zu dürfen, bevor ich überhaupt YouTube aufgemacht habe. Ich hatte ja lange den Wunsch, auch YouTube-Videos zu machen, als ich im TikTok angefangen habe schon. Aber ich wusste ganz lange überhaupt nichts darüber, wie man Content kreiert. Also wie man das Setup herrichtet, wie man schneidet, und all solche Dinge. Ich wusste auch nicht, wie ich
auf Zuschauer wirke, vor der Kamera wirke, was ich überhaupt zeigen soll, alles, ne? Das hat sich alles so in diesem Jahr ergeben und ich bin in diesem Jahr an mir gewachsen. Ich hatte auch zwei liebe Creatorinnen, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, was YouTube angeht. Und ja, dann habe ich mir das Schneiden und das Belichten und so weiter und so fort alles selbst beigebracht. Und ich schneide immer noch meine Videos mit dem Handy. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert und ein Schnittprogramm am Laptop wäre vielleicht etwas einfacher. Noch geht es aber so. Und wie ihr seht, bin ich ja auch bemüht, jetzt einige Schnitte ins Video reinzubringen und auch meinen Ton an den Stellen anzupassen. Außer bei dem Video gestern, für mich gestern, also am Sonntag, da hätte man den M-Counter oder den M-Counter unten drunter posten können. Ich trinke mal gerade einen Schluck Kaffee. Ich habe Frosch im Hals. Man muss ja in der Frühschicht schon unheimlich viel sprechen. Und das merke ich jetzt halt wieder, weil das schon das zweite Video ist, was ich für euch aufnehme. Und ich wollte heute die Frühschicht nutzen, um vorzuproduzieren, denn ich habe im Laufe der Woche auch noch einiges im Haus zu tun. Wir haben zum Beispiel Stockflecken von den Wänden entfernt. Wir haben dieses Jahr relativ spät geheizt. Und wenn wir nicht gut durchlüften, dann hat man um den Fensterrahmen drumherum immer so Stockflecken. Ist genauso blöd wie Schimmel. Ist auch nicht so gut. Die machen wir dann immer direkt weg und dann fangen wir definitiv an zu lüften und zu heizen. Damit das nicht wiederkommt, ist es auch bisher immer nie. Es sind halt immer verschiedene Räume gewesen. Ja, das war halt gestern so ein Tag dafür und da wird auch nächste Woche nochmal zum Streichen einen Tag für drauf gehen. Ja, dann habe ich ja vor, einiges von meinen Sachen auszusortieren, sei es Bilder, Bücher, Bastelkram und Make-up, jede Menge Make-up, was ich sowieso nicht benutze. Auch noch teilweise ganz alt aus Pinkbox und Glossybox, was ich ja schon länger nicht mehr habe. Da werde ich mal alles einfach wegschmeißen. Dann ist es einmal schlimm und dann hat man es aber auch ganz schnell wieder vergessen. Und schon hat man doppelt so viel Platz wieder. Und Abo-Boxen habe ich ja sowieso nicht mehr und werde ich ja auch gar nicht mehr nehmen. Da kauft man sich lieber das Zeug, was man auch benutzt. Und das ist ja bei mir überwiegend plastikfrei. Ich habe ja mein Bad auf etwas umweltfreundlicher umgestellt, schon vor einer ganzen Weile. Ich habe ja sogar Trockenshampoo, Deos und alles Mögliche in Papp- oder Metallbehältern. Zahnpasta von der Papiertüte in ein Gläschen gefüllt. Das sind nämlich so Zahnpasta-Tabletten, die ich da habe. Dann habe ich Seifenstücke, die in ein Handtuch eingeschlagen waren, beziehungsweise in so einer Art Waschlappengröße, ne? Und dann habe ich mein Duschgel in fester Form. Und ich benutze halt auch die Produkte von Wild. Da gibt es halt auch Duschgel und Deos. Und die Deos, das ist einfach so ein Deo-Stick in der Pappverpackung. Die steckt man dann in den Metallhalter rein von der Firma. Und wenn das Deo alle ist, bleibt nur ein ganz kleines Stück Pappe über. Ist eigentlich schon ziemlich cool. Und so nachhaltig habe ich dann mein ganzes Badezimmer eingerichtet. Und was ich jetzt da noch drin habe, an nicht so umweltfreundlichen Sachen, wie zum Beispiel Spraydosen mit Deos, das sind alles so Überbleibsel aus Boxen und von. Eins hatten wir im Urlaub in einem Rossmann mal gekauft, ein Deo, weil man sich da einfach ein schnelles Sprühdeo auf die Schnelle für ein paar Cent geholt hat. Man wollte nicht alles so teuer neu kaufen. Die Deo-Creme, die ich nämlich sonst benutze, von Scher zum Beispiel im Glas, die kostet 5 Euro. Wie wollte man sich nicht noch ein zweites Mal kaufen, wenn man sie doch noch zu Hause stehen hat? Und ich habe ja auch nicht nur eins da, ich habe ja auch die Deos von Wild zum Beispiel da. Ja, und dann muss man halt nicht im Urlaub noch das dritte Deo kaufen. Das habe ich irgendwie nicht eingesehen. Ja, ich habe hier, glaube ich. Nö, das passt noch. Ich dachte gerade, ich hätte die Herzen zu weit gelegt, aber nee. Ja. Und deswegen habe ich dann halt
mitten im Urlaub damals einfach ein Sprühdeo gekauft für die Woche und das da benutzt. Ja, jetzt steht es halt im Bad und muss aufgebraucht werden, ne? So ein Nivea-Deo. Werbung unbezahlt oder Werbung wegen Markennennung, aber selbst bezahlt. Ja, muss man ja heutzutage immer alles dabei sagen. Sonst kommt irgendwo einer aus dem Eck gesprungen, der nölt. Kennt man ja. So, ja, jedenfalls. Da bin ich auch im Umbruch und muss derbe viel aufräumen und umsortieren. Und ich habe ja im November etwas Urlaub und wir sind ja nicht den ganzen Urlaub, den wir haben, weg. Ja, kann auch sein, dass mein Mann sich weniger Urlaub nimmt. Das weiß man bei ihm immer nicht so genau. So, das war mein Nacken. So, eine halbe Stunde haben wir schon voll. Ich werde heute auch nicht ganz so alt, merke ich gerade. Denn das Quatschen, das macht mich noch müder, als ich eh schon bin durch die Frühschicht. Meine Frühschicht fängt um 5 Uhr an und geht bis 13 Uhr. Das heißt, ich habe seit knapp 2 Stunden, etwas über 2 Stunden Feierabend. Und ja, das merke ich auch. Aber wenn ich jetzt gleich kochen gehe und mir meinem Mann was zu essen mache, dann sollte ich etwas wacher sein. Das Problem, wenn er dann beim Tischtennis ist, dann bin ich definitiv schon müde. Und da muss ich dann versuchen, mich wach zu halten. Mal gucken, was ich dann anstelle. Also ich muss hier auf jeden Fall Videos schneiden. Und so zwei, dieses und das von vorhin. Die Sprechstunde. Und sonst habe ich noch vor meinem Halloween bzw. von meinem Novemberbild da was fertig zu painten. Ich vermute auch mal, dass wir diese ganze Fläche an Herzen mit dem kleinen Stift jetzt auch nicht auf die Schnelle fertig bekommen. Ich gucke mal gerade, ob ich mir einfach mal einen anderen Mehrfachaufsetzer schnappe und neu belade und dann mal richtig Hackengas mache hier noch 5 Minuten. Vielleicht tut es auch das Umdrehen. Mal gucken. Das Wachs fühlt sich schon ein bisschen sehr ausgetrocknet an. Das blaue Silikonwachs, das trocknet nämlich an der Luft etwas aus, habe ich festgestellt. Dann klebt es auch nicht mehr so gut. Aber ist ja nicht so, als hätten wir alle nicht genug Wachs, ne? Oder Putty oder womit man auch immer so paintet. Gucken wir mal, ob noch Steine im Döschen sind. Aber natürlich, die nehmen wir uns noch dazu. Draußen ist lautes Getöse. Ich hoffe, es klingelt jetzt nicht. Ich habe ein bisschen was bestellt an Zeug und es könnte immer mal sein, dass es wegen Post klingelt. So, hier haben wir nämlich den Zehneraufsatz und gleich 10 Steine drauf. Und damit machen wir jetzt mal ein bisschen Vollgas hier. Wichtig ist immer am Endstein gerade aufsetzen und dann erst andrücken und dann zur Not die Steine einzeln richten. Sonst wird es krumm und schief. Aber bei doppelseitiger Klebefläche ist das gar nicht so einfach. Das will ich euch mal sagen. So, dann sehe ich da hinten auch noch ziemlich schlecht und hänge dann wahrscheinlich auch immer voll im Bild. Das ist ebenfalls ein Stift von Janine X ausgedruckt. Der ist von Marvin von nuplastics.de ausgedruckt. Wunderschön. Und dann habe ich noch einen ausgedruckten Stift. Den habe ich jetzt, glaube ich, in die Seite gelegt. Den hat mir der liebe Kevin ausgedruckt. Aber den habe ich jetzt nicht griffbereit. Zack. Der hat auch keinen Shop, der hat das nur für mich gemacht in so einer Farbe. Ja, aber das sind auf jeden Fall 2 Stifte, mit denen ich sehr gerne arbeite. Und die Stifte, zum Beispiel diese etwas schlankeren hier, die gibt es immer wieder bei Janine X im Shop. Die füllt immer wieder auf, die drückt vor allem, die druckt Stifte wie eine Weltmeisterin. Ja. Ihr müsst aber nicht unbedingt gucken, aber wenn ihr jetzt gucken wolltet, weil es zu spannend war, dann tut es mir leid, dass ich euch abgelenkt habe. Ich war früher einfach so die Standard-Stift-Painterin, bis man mir in einem YouTube-Live gesagt hat, bis 3 Jungs, ihr wisst genau, wen ich meine, eingefallen ist, mich ein bisschen zu dissen, wie ich dann nach 4 Jahren und mit professionellem YouTube-Kanal immer noch mit dem Standard-Equipment painten könnte. Habe ich gesagt, ja, folgendermaßen, diese Ergo-Stifte, diese dicken, die alle benutzen, die sind mir zu schwer und zu dick. Mit denen kann ich nicht arbeiten. Ja, und dann hat halt der Erste mich angeschrieben, hat gesagt, hier, ich mache 3D-gedruckte Stifte. Probier doch mal aus. Und Janine kam halt ebenfalls noch auf den Trichter, mir diesen Stift hier zur Verfügung zu stellen. Allerdings hatte ich den vorher in 3 Tönen, in 3 Pastelltönen. Da ist er mir aber gebrochen,
weil er mir zweimal runtergefallen ist. Einmal halten die locker aus, ein zweites Mal auch, aber dann hast du schon so eine unsichtbare Sollbruchstelle und dann bricht er dir bei der kleinsten Kleinigkeit kaputt. Und mein vieles Painten und auf dieser Klebefläche hin und her geschiebe, das wird wohl so eine Kleinigkeit gewesen sein. Und dann hat der Stift gesagt, nö, kein Bock mehr, ich zerteile mich. Zack, war er durch. Ja, und dann hat Janine mir einen neuen geschickt, dem ich hier gerade arbeite und dessen Wachs ausgetrocknet ist. Ich hole das Wachs immer mit der Pinzette einfach raus. Ich drehe dann die Spitze hier so rein und dann drehe ich einmal den Stift und dann ziehe ich das einfach so in einem Stück daraus. Und dann drehe ich es manchmal noch, denn die andere Seite ist noch fresh and shiny. Und dann können wir nochmal dasselbe Wachs benutzen. Zack, bis das nicht mehr klebt. Und dann mache ich erst Neues rein. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, geizig ist die Mutter der Porzellankiste, aber die ist ja vorsichtig, nicht geizig. Naja, dann ist wohl geizig nur die Natz. So, ich musste mal gerade ein paar Steine richten. Was ich auch merke, ist, dass wenn die Spitze drin ist mit Washi-Tape, dass das alles relativ wobbly ist, wenn ich zu doll drücke. Und dass das dieser dünn gedruckte Stift vielleicht nicht so gut mitmacht, was ich gerade gemacht habe, nämlich das Richten der Steine auf der doppelseitigen Klebefläche. Das würde aber kein 3D gedruckter Stift, glaube ich, gut mitmachen. Das hat jetzt nichts mit den Stiften von Janine zu tun, sondern die sind halt alle aus Filament geschmolzen und sind halt alle nicht so fest wie resingegossene Stifte, ne? Ja. Aber halt auch einfach cool. Vor allen Dingen dieser Pink Elsa Blaue hier. So, bei 40 Minuten werde ich Schluss machen, ob ich die Felder fertig habe oder nicht. Ich kann nämlich schon gar nicht mehr richtig gucken vor Müdigkeit und muss dann gleich dringend etwas anderes tun. Ja, das. Und heute auch noch ein paar Päckchen des Adventskalenders packen für meine Freundin. Wo ich den rein tue, steht schon fest. Der kommt auch in so eine Kastenkorb, den man bepainten könnte. Vielleicht lade ich euch mal, wenn ich den Kalender fertig eingepackt habe. Ich muss ein paar Sachen davon mit Weihnachtsgeschenkpapier verpacken. Dann lade ich euch mal ein Foto vom ganzen Kalender hoch, wie er aussieht. In die Community-Tabs. Also wenn ihr die noch nicht kennt, ihr müsst auf meinen Kanal gehen und dann ein bisschen oben, wo die Wörter stehen, von wegen Playlists, Videos, Shorts, da müsst ihr einfach ein bisschen nach rechts schieben. Und dann gibt es den Tab Community. Und da poste ich regelmäßig Updates und Sendepläne für euch. Dann seht ihr schon am Anfang der Woche, was es diese Woche, also spätestens dienstags poste ich das dann immer. Was es diese Woche so zu gucken gibt. Nächste Woche gestalte ich vielleicht etwas spontaner, das weiß ich aber noch nicht, je nachdem, wie viele Videos ich so plane und was mir dazwischen kommt. Manchmal kommt ja eine Coop dazwischen, manchmal kommt ein Paket an, was ich euch unbedingt dazwischen zeigen möchte. Und ich möchte auch noch ein paar der Teilbilder und Reststeinebilder von Tini in meine Mappe tun und dafür ein paar Amazon-Bilder aus meiner Mappe herauspacken. Dann habe ich ganz viele neue Actionbilder. Mein Mann ist halt dreimal einfach samstags zur Action gefahren, ein bisschen eskaliert, hat da eingekauft und ich habe auch noch welche, ganz viele von den alten Actionbildern. Da möchte ich mal so ein paar zeigen, ein paar raussuchen und eventuell auch ein paar direkt wieder abgeben. Weil ich viel meine Diamond Art Club, Karat Art, Teenie Schnick Schnack, Diapop Bilder machen möchte. Pigmondo habe ich auch noch sehr viel und dann komme ich einfach nicht dazu, super viel Action oder Teddy oder was man sonst so hat, Amazon und so weiter zu painten. Ich habe auch noch Art Dot da, Diamond Dots, alles Mögliche.
Und oh, meine Hunde spielen ganz laut. Ich dachte gerade, mein Mann kommt nach Hause. So, bevor der aber wirklich nach Hause kommt und ich kein Essen gemacht habe, werde ich jetzt schon mal das Schwarz wieder zurückfüllen und das Butterfeld abkleben, ihr Lieben. Wir sehen uns dann am Sonntag in einem Video anderer Art wieder, einem Überraschungsvideo, einem Sondervideo, das außerplanmäßig am Sonntag mit hochkommt. Es kann gut sein, dass das Video später hochgeladen wird als 12:30 Uhr. Ja, das kann ich euch schon mal verraten. Also haltet ab 12:30 Uhr die Augen offen. Es kann aber auch sein, dass das 12:30 Uhr Video ausfällt und dieses Video dann um 15 Uhr hochgeladen wird. Oder noch später. Ich werde schon mal nach und nach die Lichter hier ausmachen. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie der Platz unbeleuchtet aussieht. Nämlich so, das ist das Tageslicht, was wir aktuell haben. So, ich drücke auf Stopp. Ich sag mal, 40 Minuten werde ich in mein Album reinschreiben, in mein Journal. Schreibt mir gerne in die Kommentare eine Erinnerung, weil heute erst Montag ist. Falls ich es nämlich jetzt nicht direkt mache, schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit ich dann am Freitag dran denke. Das sind die Sachen, mit denen wir gepaintet haben. Und dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr bei dem Whip and Chat zugehört habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Weiter basteln, handwerken, painten, was auch immer ihr gemacht habt, während ich hier für euch gequatscht habe. Und dann würde ich mal sagen, wir hören, sehen, lesen uns, was auch immer, wie ihr möchtet. Und danke, dass ihr bis zum Schluss mit dabei gewesen seid. Zeigt es mir doch gerne mit dem Daumen nach oben, wenn euch das Whip and Chat gefallen hat. Und ich zeige euch jetzt noch einmal, wie viel wir geschafft haben. Das ist schon einiges. Aber wie ihr seht, 45 Minuten oder 40 Minuten sind es und nur so angefangene Flächen. Da kommt noch einiges im November auf uns zu. Dann würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.